Herzlich willkommen zurück hier im Prinz auf Persia, wo ich immer bin, und wir sind hier bei einer helfenden Hand, beziehungsweise so heißt zumindest der letzte Speicherplatz. Und wir sind jetzt wieder in der Gegenwart. Oder Vergangenheit? Gegenwart? Gegenwart? Gegenwart. Wir müssen, glaube ich, Gegenwart sein. Ja, ich komme damit immer sehr schnell durcheinander. So, im letzten Part sind wir von der Hackfresse der Hager weggerannt. Und den haben wir doch schon mal gesehen. Die Hackfresse. Was für ein Monster ist das? Huch! Huch! Guck, guck. Gib uns eine ungische Waffe. Ja, schön, Schwerter mag ich mehr. Zwei Schwerterstil ist das geilste einfach, was es gibt. Jo, die Geschichte haben wir natürlich schon oft gemacht. So, und der große Spaß, der wird mir nicht jetzt gleich kommen, alles. Was eigentlich mehr als 50% des Games sind, oder wenn nicht sogar mehr als 80%, würde ich mal sagen. Ja, 80%, so um die 80%. Das, was wir jetzt gleich machen werden, das ist so ziemlich 80% des Games. Und nein, ich will jetzt nicht aufs Klettern hinaus oder aufs Kämpfen oder was auch immer, sondern auf was ganz Bestimmtes. Werde ich gleich nochmal erwähnen, was es ist. Sobald wir dort angekommen sind. Ups, das habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Wow. Ja, ja, die Treppen. Die werden wir nicht ganz so oft hochlaufen. Boah. Ups! Huch! Huch! Scheiße! So, wir müssen nämlich da hinten rein erstmal. Dem Woanders können wir momentan sowieso nicht hin. Also wir können zwar schon, aber wir haben nicht so viele Möglichkeiten, wohin zu kommen. Ich werde mich erstmal heilen, weil ich gerade irgendwie total am Rumfehlen bin. So, speichern brauchen wir jetzt nicht unbedingt für das kleine bisschen da. Und sterben werde ich auch nicht. Ich habe ja noch den Sand der Zeit zur Sicherheit. So. Das war klar, dass es nicht funktioniert. Kamikaze! Ah, verdammt, das hab ich schon mal besser hingekriegt. Die Fallen, die sind so einfach, ey. Das ist ein richtig Hardcore sein. Richtig schwer, mit 5 Klingen, ey, mindestens. Ich glaube, dann wäre das ein Dauersterben bei mir, ey. Ui, schicker Raum. Dann guck mal, die kennen wir doch. Dieser Ort ist gefährlich. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Ich hatte keine Wahl. Ich muss die Herrscherin sprechen. Ha, unmöglich. Mein Ziel. Eile ist geboten. Ich muss sie sprechen. Ihr versteht nicht. Wenn das letzte Korn dieser Sanduhr fällt, wird die Herrscherin den Sand der Zeit erschaffen. Euer Anliegen kann nicht wichtiger sein als das. Ich bin hier, um die Erschaffung des Sandes zu verhindern. Dann ist euer Ansinnen vergeblich. Die Erschaffung des Sandes wurde im Buch der Zeit vorausgesagt. Sie kann nicht aufgehalten werden. Ich habe euch das Leben gerettet. Zweimal. Alles, was ich verlange, sind Auskünfte. Verratet mir, wo der Sand erschaffen wird. Dort. Aber der Raum ist versiegelt. Ihr könnt nicht hinein. Es muss einen Weg geben.
Ha, dazu müsstet ihr die Verteidigungsanlagen der Burg umgehen. Ein vergebliches Unterfangen. Wenn ein Mann dem Tod ins Antlitz schaut, ist das Unmögliche ein geringes Hindernis. Sagt mir wie. Nun gut. Und jetzt kommt der Spaß, der über 80% des Games. Das Tor wird von einem ausgeklügelten Uhrwerk im Inneren des mechanischen Turms gesteuert. Angenommen, ihr erreicht den Mechanismus und setzt ihn in Gang, dann braucht ihr immer noch Energie. Wenn Wasser durch den Graben fließt, wird der Mechanismus angetrieben. Aber zuvor müsst ihr den Graben über den Zulauf im Gartenturm füllen. Setzt beide Türme in Gang und das Tor öffnet sich. Dies wird euch... Hässliches Schwert. Es ist mehr als... Könnte besser aussehen, aber die haben es kacke gemacht. Denn damit kann man das System von Brücken aktivieren, die Zugang zu den anderen Türmen geben. Aber es ändert nichts, denn... Was meint ihr? Erfolg oder nicht, das Ergebnis ist dasselbe. Ihr könnt nicht verhindern, dass der Sand erschaffen wird. Was im Buch der Zeit steht, kann nicht geändert werden. Danke für den Rat. Schlangenschwert. Mit 4er Combo. Sehr geil. Da können wir jetzt richtig Breakdance machen. Hier, schaut's euch an. Zack, zack, zack. Oh Gott. You Breakdance. Woohoo! Hammer. Ach ja, hier ist übrigens noch eine Kiste, die können wir gleich schon mitnehmen. Jo, wo war sie? Hier hinten? Ich glaube, mehr war hier schon gar nicht mehr. Oder? Wir schauen lieber mal nach. Ich weiß es nicht. Nee, hier war nichts mehr. Oben ist auch nichts. Übrigens, für was die Symbole da auf dem Kreis sind, das hatte ich im späteren Partner verraten. Das hat mit den Lebensbrunnen zu tun, mit den Lebenskräften da, die man da sich holen kann. Aber dazu dann später viel mehr. Beziehungsweise die Auflösung, was es bringt, wird später noch kommen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so leicht funktioniert. Ich hatte es natürlich auch noch nicht gemacht, also... Das war gerade einfach so eine Aktion, die ich einfach mal machen musste. Sagen wir es mal so. Kamikaze-like, ey. Aber nur gut, so bin ich halt. Ach komm, du triffst mich doch eh nicht, ey. Au, au, aua. Jump. Geiles Schwert, hä? Sieht zwar hässlich aus, es dient aber als Schlüssel. Und da sind schon die Gegner. Huch! Ja, dann bringen wir die anderen her, das war ein bisschen mager gerade, ja. Also wir drehen jetzt mal zweimal. Denn wir können jetzt hier wieder ein Lebens-Upgrade holen. Beziehungsweise Lebenskraft, wer es genau haben will. So, wie gesagt, die holen wir alle in mein Let's Plays. Jo. Und es gibt übrigens hier zwei Endings in dem Spiel und die werde ich natürlich auch beide hier machen. Nur so als kleine Info am Rande. Hoch. Oh doch, wir müssen ja hier runter. Und fallen lassen. Jo. Hier drin ist übrigens eine Waffe. Eine seltene, versteckte Waffe. Die kriegt man aber erst später mit dem Skorpionschwert. Oh, jetzt hab ich wieder gespoilert. Oh Gott, ich verkacke gerade wieder mal mega. Na gut, das war's schon.
Boom. Lebenskraft. Eure Lebenskraft wird nun stärker. Dankeschön. Kolla, kolla, kolla. Ja. Wozu laufen, ne? Rollen ist cooler, das mache ich auch so. Wenn ich auf dem Weg zum Beispiel zum Einkaufen bin, dann mache ich das auch so. Dann kullere ich mich durch den Laden. Sieht bestimmt total herrlich aus. Das mache ich natürlich auch in meiner Freizeit. Wozu Treppen nehmen oder einen Fahrstuhl, wenn man sowas machen kann? Sieht doch viel cooler aus. So. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Entweder nehme ich den Turm oder den anderen. Die eine Seite oder die andere Seite. Ich nehme die Seite. Glaube ich zumindest, dass ich die nehme. Nehme ich die? Ich weiß es nicht. Ich komme da immer durcheinander bei beiden Seiten. Ich glaube genau, das ist mir nicht der Falsche. Ich glaube, hier will ich gar nicht hin. Ich scheiß drauf jetzt. Ich gehe jetzt hier hin. Du hast mich nicht gesehen. Sag ich doch. Moin moin. Fail. Huch. Entschuldigung. Ah gut, das ist der Richtige. So, wartet mal, wir haben nämlich hier unten irgendwo eine Kiste rumschwören. Wollen wir dann natürlich holen. Wenn sie auf der anderen Seite war. Ne, hier ist er. Bam. So, im Normalfall muss jetzt da stehen, neue Artbox freigeschalten. Allerdings habe ich die schon freigeschalten, alle. Also eine Kiste fehlt mir, glaube ich. Die habe ich vergessen zu holen. Da komme ich nicht mehr ran. Jetzt muss ich nachholen mein LP. So, natürlich Zeitlupe anmachen, sonst schaffen wir das nicht. Kulla, kulla, kulla. So, speichern ist unnötig. Ust. Babylon ist also nicht der einzige Ort, das Wunder der hängenden Gärten. Oh, jetzt kriegen wir mal andere Zombies. Unsere dienen jedoch nicht als Brutstätte für Monster. Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erreicht. Die halten nur ein bisschen mehr aus. Ey. Staub. Ja, Beyblade. Wow. Boah, die halten richtig viel aus, ey. Aber die haben coole Waffen. Außer die Axt, die ist scheiße. Na, so hart ist das Ding dann doch nicht. Kuckuck, kennst du mich noch? Na, aus. Thank you.
Wack, wack, wack. Danke. Graf ist mich cool. Stylisch. Das sah doch geil aus, hey Leute. Hau ab. Und bam. Und da ist der Speicherbrunnen. Und ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu bewerten. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Natürlich wieder mit mir. Gut, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Part.